Schlagerpop und Alpenrock am Freitagabend, die Schlager- und Newcomer-Radio-Show hier bei Radio BW Baden-Württemberg. Newcomer oder alter Hase in Sachen Musik und Gesang. Dieser Übergang, der ist ja oftmals fließend und die Definition bleibt schwierig. Wir wollen es versuchen. An diesem Abend natürlich unterhaltsam mit jemandem, der sich damit auskennt oder auskennen muss. Hallo, lieber Jörg Schulte, Grüße in den hohen Norden. Hallo, herzlich willkommen hier im hohen Norden. Oder wie man sagen würde, moin moin, das passt auch. Jörg, bevor wir über die Musik sprechen, muss ich mit einem Lübecker kurz über das aktuelle Wetter schnacken. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Wie ist denn die Lage bei euch aktuell? Nordisch, windig, rau. Also es ist alles vertreten. Also es stürmt bis zum geht nicht mehr hier in Lübeck, wo ich bin, ist wirklich alles überschwemmt, also gerade die Altstadt, das Wasser steht bis teilweise in die Wohnung, also es ist wirklich heftig und für Ostsee eine Sturmflut ist wirklich sehr selten, ja. Und wir drücken ganz fest die Daumen, dass nicht noch Schlimmeres passiert. Jörg Schulte, lass uns über die Musik sprechen, du stehst für guten deutschsprachigen Schlager und doch wird es einige Hörerinnen und Hörer heute Abend geben, die sagen, Jörg Schulte kenne ich noch gar nicht, schmerzt das? Nee, ich glaube, wenn man das macht, dann hat man natürlich schon die Lust und auch das Verlangen, irgendwie eine möglichst große Reichweite zu bekommen. Aber ja, nee, damit muss man leben. Das muss man sich ja auch erarbeiten. Und wie du schon in der Anmoderation gesagt hast, alter Hase, das nehme ich natürlich auch nicht übel. Vom Alter würde das hinkommen, aber ansonsten würde ich mich vielleicht doch auch so ein bisschen in die Newcomer-Richtung stecken. Ja, da haben wir das Dilemma in Sachen Definition, denn du bist Sänger, Schauspieler, Texter seit vielen Jahren. Die Bühne ist für dich wirklich kein Fremdwort und auch kein unbekannter Ort. Die Bühne ist eigentlich das, wo ich mich auch zu Hause fühle, ja. Und die Schauspielerei oder das Schauspiel war der Ursprung von allem. Musik natürlich schon vorher. Ich glaube, klassisch. Jeder Künstler hat irgendwie mal im Kinderchor, im Kirchenchor gesungen. Aber meine Intention war immer, Schauspieler zu werden. Das habe ich gemacht und habe viel im Theater gespielt, habe Fernsehen, Film und Serie gemacht, alles, was man so möchte. Aber Musik war immer die weitere Leidenschaft. Und damit, ich glaube, Schauspielerei hat bei mir auch das Texten mit ausgelöst, ja. Du hast das Stichwort Leidenschaft genannt, dieses Brennen für etwas, für das, was man macht. Das ist eben nicht nur der Gesang, oder? Also ich glaube, man muss, es ist viel Arbeit dahinter. Also Leidenschaft alleine ist vielleicht eine sehr gute Grundlage, weil ohne Leidenschaft macht es halt keinen Sinn. Man muss schon ein bisschen dafür brennen oder überhaupt dafür brennen. Und man muss es auch lieben, auf der Bühne zu stehen, vor Publikum. Aber es ist auch viel Arbeit. Also das darf man auch nicht außer Acht lassen. Und diese Arbeit, die setzt sich auch immer fort, die hört ja nie auf. Wenn ich das Texten nehme, immer wieder neue Gedanken, den richtigen Moment erwischen, wann kommt einem der richtige Gedanke, das könnte eine gute Hook sein und so weiter und so fort. Also es setzt sich immer fort. Jörg Schulte, bei uns bei Radio BW Baden-Württemberg, da findest du statt mit deinen Songs, nicht erst seit heute, in vielen anderen Sendern eben nicht. Und du hast diese Situation vor kurzem auch auf Social Media bemängelt. Kannst du erklären, warum es für Newcomer oder für diejenigen, die eben keinen großen Namen haben oder noch keinen großen Namen haben, so schwierig ist? Das frage ich mich auch andauernd. Gute Frage, nächste Frage. Nein, ich glaube, also bemängelt, ja, ich habe es gepostet, weil ich mir darüber einfach Gedanken gemacht habe, weil ich es nicht nur bei mir erlebe, sondern auch bei vielen anderen Kollegen, die wirklich gute Musik machen und trotzdem nicht stattfinden. Natürlich ist Musik immer Geschmackssache. Also keiner macht einen Titel oder wenn ich einen Titel produziere, Text, dann denke ich, wow, gefällt mir gut, muss doch gefallen. Ja, das Resultat ist oftmals anders, weil Geschmäcker sind bekanntlicherweise verschieden. Aber es fällt schon auf, dass man als Newcomer, manche sagen auch einfach ein No-Name, was ich eigentlich nicht so schön finde von der Bezeichnung, man hat keine Plattform so richtig, um sich zu präsentieren, um erfolgreich zu werden, braucht man Reichweite. Und die Gründe, warum ich denke, dass so viel Musik auf dem Markt ist, dass pro Tag so viel Musik erscheint, dass ich es Redakteuren vielleicht nicht mal übel nehme, dass man aus dieser Flut gar nicht alles berücksichtigen kann. Man schafft es vielleicht einfach nicht, auch in der digitalen Welt heutzutage. Aber manchmal denke ich auch, ein Blick auf den Künstler, ein Blick, was er macht, wie er produziert, woher die Idee kommt, wäre doch vielleicht manchmal gar nicht schlecht. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass man meckert, dass man unzufrieden ist.
Ich habe erfahren mit meinem Post, dass fühlten sich einige angegriffen, was gar nicht meine Absicht war. Ich wollte einfach mal ein Statement abgeben, Mensch, dass es eigentlich schade ist, dass man das als Newcomer wirklich schwer hat, aus unterschiedlichsten Gründen. Und ja, bei einigen ist es angekommen und einige Reaktionen waren unerwartet nicht so schön, um es mal so zu sagen, ja. Jörg, wir hatten schon gestern kurz miteinander telefoniert, haben über den Schlagerbuben gesprochen, der morgen am Samstagabend zur besten Sendezeit mal wieder ausgestrahlt wird. Da brüsten sich einige Medien stolz mit der Gästeliste, die sie bekannt geben. Wir beide, irgendwie, wir kannten sie schon vor einem halben Jahr, oder? Ja, also ich muss sagen, also ich sehe gerne Stars. Also ich bin abgrundtiefer Roland Kaiser-Fan. Roland Kaiser ist zum Beispiel auch ein Vorbild von mir. Ich finde Texte super, ich mag seine Stimme, ich mag die Musik. Aber ich denke dann, wenn ich diesen Schlagerboom sehe oder diese ganzen Shows, die es da gibt, ich muss nicht reingucken, wer da ist. Also ich finde das immer ganz interessant. Ich könnte mich hinsetzen und die ganzen Namen aufzählen und ich lese sie dann einen Tag später auch in der Zeitung oder in der Vorschau. Es ist halt für mich, hat das so ein bisschen den Charakter so einer internen Familienfeier. Also man feiert sich halt immer wieder selber und es tauchen auch immer dieselben Namen auf, was ich den Künstlern gegenüber nicht despektierlich meine. Aber ich finde es schade. Also, und das sind gerade die Sendungen, die ja die riesen Reichweite haben und ja, Leute, die nicht so bei vielleicht Major Labels vertreten sind und so weiter, haben es ganz, ganz schwer oder fast überhaupt keine Chance, in diese Sendung zu gelangen. Ja. Lass uns mal einen Titel von dir hören. Drama Queen, so heißt er. Und hinter dem Song, da steckt eine Geschichte. Ja, die Geschichte bei der Drama Queen ist, dass es eine sogenannte Gemeinschaftsproduktion war. Der Text war nicht von mir, auch die Musik nicht, sondern es war eine deutsch-dänische Kooperation, wo dieser Song entstanden ist. Und im gleichen Moment, wo ich den Song veröffentlicht habe, bekam ich die Chance, im letzten Jahr 22 Voreck bei Marianne Rosenberg und Kerstin Ott zu sein. Und zwar bei den Rena Open, ein Riesenschlagerfestival. Und es waren 10.000 Leute da. Es war ein Riesenhype bei dieser Veranstaltung. Und ja, deswegen hat dieser Titel für mich eine ganz besondere Bedeutung, weil ich es erlebt habe, wie der angekommen ist, wie die Leute mitgegangen sind. Ja, und deswegen ist die Drama Queen für mich irgendwie keine Drama Queen, sondern schon eine Silber Queen, wenn man es mal so ausdrücken will. Ja. Dann lass uns deine Drama oder Silber Queen hören. Dann machen wir das Wetter und danach sprechen wir weiter. Hier ist Jörg Schulte. Radio Baden-Württemberg am Freitagabend mit der Sendung Schlagerpop und Alpenrock. Am Telefon ist Sänger und Schauspieler Jörg Schulte, bei dem im hohen Norden in Lübeck heute Abend der Wind kräftig um die Ohren weht. Jörg, wir haben vorhin über die Schwierigkeiten gesprochen, die noch unbekannte Künstlerinnen und Künstler haben, um eben bekannt zu werden, um Reichweite zu erzielen. Du hast dabei etwas ganz Interessantes gesagt. Viele Musikredakteure, und wir kennen es, werden von der Flut der Neuvorstellungen geradezu überlastet. Etwas Ähnliches hat mir mal ein Lektor eines großen Verlages gesagt. Der sagte, er sei so überlastet, dass er lediglich auf das Cover eines Buches schaue und dann danach entscheide, ob er überhaupt reinliest oder nicht. Das ist doch schlimm, oder? Das ist schlimm, ja, finde ich auch. Aber ich frage mich immer, nach welchen Kriterien will man da wirklich vorgehen, ohne dass ich da jetzt in die Bresche springen möchte. Aber ich stelle mir es als Redakteur selber auch schwer vor, wenn ich da diese Flut sehe. Ich glaube, man hat einfach, wenn man bestimmte Namen liest, einen Vorteil. Und manchmal kommt es so vor, das, was halt nicht so bekannt ist, das fällt dann auch schnell hinten drüber. Ich denke, man sollte als Musikredaktion auch demütig mit diesem Hinweis umgehen, wirklich. Und es ist ja auch so, da kommt eine Andrea Berg, da kommt ein Semino Rossi, die beide, unbestritten und viele mehr, Roland Kaiser, Fantasy, wie auch immer, immer wieder tolle Titel abliefern, aber irgendwie scheint das vorprogrammiert, allein anhand des Namens. Ja, das setzt man voraus, ja. Ich glaube, manchmal ist es auch schade, dass, das hört sich jetzt wahrscheinlich auch komisch an, aber dass der Name alles, alles zudeckt, was da eventuell hintersteckt. Also selbst wenn ein Song vielleicht dann auch nicht so toll ist, der Name macht ihn toll. Und das ist halt ein Riesenvorteil, den man dann als Newcomer, wenn man so sagen will, nicht unbedingt hat. Man muss sich irgendwie beweisen.
Und ich kenne so viele Newcomer, die wirklich tolle Songs produzieren. Die Qualität ist hochwertig, der Gesang ist super, die unterscheiden sich gar nicht so groß. Finden trotzdem keinen Anklang. Das ist halt schon sehr, sehr schade. Provokante Frage an den Texter Jörg Schulte. Wie entsteht ein Hit? Wenn ich das wüsste, hätte ich einen. Nein, ich glaube, also ich meine, dass Hits auch gemacht werden. Also es gibt ja so, wenn ein Titel 7-mal am Tag im Radio läuft, dann sagen Menschen vielleicht beim ersten Mal, naja, wenn sie ihn dann 3-4-mal hören, dann bleibt er im Ohr, das lässt sich gar nicht vermeiden. Und ich glaube, so mache ich Hits. Und wenn ich in diese Rotation nicht reinkomme, dann sinkt auch die Chance, dass ein Titel hängen bleibt. Aber ich glaube, ein Hit muss einfach eine eingängige Melodie haben, die hängen bleibt. Ich glaube, auch ein Hit muss vielleicht durchaus einen Text haben, der einen vielleicht irgendwie berührt oder irgendwie die Person transportiert. Aber es ist sehr schwierig, weil, wie gesagt, zu einem Hit gehört, dass ihn viele mögen, und das ist eben genau die Kunst dabei. Jörg Schulte, schließen wir den Kreis mit einem erneuten Blick auf deine Kritik in Social Media an der Situation für Newcomer im Schlagerbereich. War das Frust? Und vor allen Dingen, wie geht's weiter mit dir? Also bei mir ist das so ein bisschen zwiegespalten. Also es war Frust, würde ich nicht sagen. Man ist natürlich immer enttäuscht. Also man macht einen Titel, man hat Hoffnung oder setzt viel Hoffnung da rein. Und wenn es dann nicht so läuft, sagt keiner, oh, das ist ja toll, dass er nicht läuft, sondern natürlich ist man ein bisschen enttäuscht. Bei mir war es eigentlich einfach, weil ich es auch von anderen mitbekommen habe, weil ich es selber erlebt habe in unterschiedlichster Form, dass ich es, ja, platt gesagt, vielleicht einfach mal raushauen musste. Und ich bin auch ein Mensch, der nicht groß überlegt, ecke ich damit an, das nehme ich dann auch halt in Kauf. Ich glaube, wenn ich das nicht könnte, dann wiederum dürfte ich vielleicht mich auch gar nicht der Öffentlichkeit stellen oder diesen Job anstreben oder auf der Bühne stehen wollen, wenn ich dann halt mit Kritik oder durchaus vielleicht auch mit Ablehnung, die ich auch erfahren habe aufgrund dieses Posts, auch erfahren habe, dann dürfte ich das gar nicht machen. Und ich muss sagen, dazu passt dein aktueller Song, der Titel deines aktuellen Songs, das ist nicht normal. Das stimmt tatsächlich. Aber der ist in der Corona-Zeit entstanden. Also der lag schon. Irgendwie war das so eine Hook, dass ich irgendwie gesagt habe, Mensch, das ist ja alles nicht normal. Hab dann weiter dran rumgefeilt, ja, und so ist der entstanden. Und ich glaube, der Titel selber ist auch nicht mehr so normal Schlager, sondern er geht, glaube ich, so ein bisschen weg vom klassischen Schlager, eher so ein bisschen schon in die Pop-Richtung, das war auch gewollt. Ja, und dieser Song stammt von dir, den hast du getextet. Den habe ich getextet, der Text ist von mir, und Stefan Köhne hat die Komposition gemacht, ja. Jörg Schulte, vielen Dank fürs Gespräch. Ein kräftiges Moin nach Lübeck. Haltet euch fest, schnallt euch an bei diesem Wetter, stellt die Terrassenmöbel rein. Dir alles Liebe und Gute. Wir geben uns Mühe, genau. Und ich habe auch zu danken, dass ich dabei sein durfte. Hat mich sehr, sehr gefreut und vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Und hier ist Jörg Schulte mit seinem aktuellen Song Das ist nicht normal.